Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, hier auf meinem YouTube-Kanal Elektro-Ronny. Ich bin der Ronny. Heute haben wir hier den BYD Han. Der hat nichts mit Han Solo oder so zu tun. Ich weiß, diese Kommentare gibt es ja schon sehr oft. Dieser Wagen, so wie er hier steht, kostet ca. 70.000 Euro. Und den kannst du auch nur konfigurieren in der Farbzusammenstellung. Das heißt, Außenfarbe matcht dann mit der Innenfarbe. Und das war's. Ansonsten hast du immer alle, ich sag jetzt mal, Feinheiten drin, die du drin haben willst. Den Han gibt es seit ca. 6 Monaten bei uns in Deutschland, kommt natürlich aus dem chinesischen Markt. BYD, Build Your Dreams ausgesprochen, gibt es aber schon seit, ich glaube, 10, 12 Jahren. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, wie lange es die schon gibt. Und ihr könnt schon mal einen Blick in den Innenraum werfen und könnt euch das dann mal so ein bisschen anschauen. Also das erwartet euch bei einem BYD Han. In der Mittelkonsole habt ihr einen ganz klassischen Knauf, dann habt ihr einen Start-Stopp-Knopf, dann habt ihr natürlich ein Display und ja, diese einzelnen Fahrzeug an, ja, was man so kennt halt, ne? Ein Lenkrad, die ganz normalen Blinker rechts, links, alles mögliche. Also das ist quasi ein ganz normales Auto. So würde ich es einfach mal behaupten. Vom Sitz und Fahrkomfort kann ich euch nur sagen, man sitzt wirklich sehr angenehm da drin. Also wenn ich mich jetzt hier mal reinsetze und jetzt nur mal so von den Eindrücken. Also ihr sitzt hier wirklich sehr, sehr weich. Habt natürlich jetzt für meine Größe, ich bin ca. 1,86. Ihr habt dann halt hier genügend Platz. Was hier sehr, sehr außergewöhnlich ist, der Hintermann, der hinter euch sitzt oder hinter Frau, könnte den Sitz für euch verstellen. Ich sag mal so, wenn du hinten, sag ich mal, dich reinsetzt und du hast jetzt hinten zu wenig Beinfreiheit, könnte das vom Vorteil sein. Das werden wir uns mal eben anschauen. Warum man das macht, weiß ich nicht. Das müsste man tatsächlich mal BYD fragen. Und zwar, wenn ihr jetzt hier hinten sitzt, dann habt ihr hier an der Seite, ich zeig's euch mal eben, und zwar genau an der Seite hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, den Sitz nach vorne zu machen. Und dann fährt der ganze Sitz nach vorne. Warum man das macht, weiß ich nicht. Das kann ich euch natürlich nicht verraten. Aber wenn man jetzt hier hinten Platz nimmt, du sitzt hier hinten wirklich auch, das muss ich ganz klar sagen, besser als vorne. Also das ist schon eine ganz andere Liga, sage ich mal. Dann hast du hier in der Mitte eine Armlehne, die beinhaltet einen sogenannten Mitteldisplay. Dieser Display ist, damit kannst du alles steuern. Du kannst sogar vorne das Radio aus- und einschalten und leider auch das Navigationssystem wegklicken. Das haben wir nämlich vorhin bei der Fahrt gehabt, aber das werden wir euch gleich nochmal während der Fahrt zeigen, denn wir werden gleich natürlich auch mal eine Runde drehen und dann werde ich euch da noch ein paar Sachen zu sagen. Wir schauen aber jetzt mal in den Kofferraum und da gehen wir jetzt mal hin. Hier könnt ihr nochmal den Schriftzug sehen, Build Your Dreams heißt das Ganze. Und hier unter dem Your gibt es den Schalter zum Öffnen. Na? Wo ist der? Ach hier, ganz klein. Und dann geht das halt auf. Hier seht ihr es nochmal, ganz kleiner Schalter. Ich dachte erst, diese Sensoren, die Kontakte wären dafür. Aber das nenne ich auf jeden Fall mal einen sehr, sehr gut großzügigen Kofferraum. Ich würde sagen, hier passen locker 2, 3 große Koffer rein. Und ja, der Tesla-Fahrer würde natürlich immer nach unten schauen. Hier ist natürlich nicht so viel drin, aber wir haben mal so ein bisschen Bordnotwerkzeug, um den Reifen wieder fit zu kriegen, damit man fahren kann. Hier drüben ist ein Subwoofer verbaut, wie es scheint. Ja, von dem Dyn Audio System. Das scheint der Subwoofer zu sein. Hier drüben haben wir ein bisschen Platz. Hier geht es auch nicht weiter runter oder so. Hier ist alles zu. Ja, ansonsten, das reicht. Für den ganz normalen Einkauf reicht das auf jeden Fall. Ja, und hier haben wir nochmal 2 Knöpfe. Einmal zum Verschließen und einmal nur für die Heckklappe zum Schließen. So, jetzt machen wir mal den Fahreindruck. Ich hoffe, die Kamera, der Dirk, ich werde mich bemühen, dass wir nicht voll losziehen. Übrigens haben wir gerade noch geklärt, weil wir haben ja auch den Livestream hier mit an Bord. Und der Livestream hat vorhin schon geklärt, die BYD Han 3,9 Sekunden hinten drauf. Das bedeutet tatsächlich die 0 auf 100 für den BYD Han von 3,9 Sekunden. Das können wir jetzt hier leider auch nicht so hundertprozentig testen, weil wir ja hier jetzt keine, sag ich mal, keine 0 auf 100 haben.
Deswegen können wir das leider nicht mit ins Video packen, aber ihr werdet es überleben, denke ich mal. Also Fahreindruck. Kommen wir mal ganz kurz zum Fahren. Ich habe als 1,86 groß gewachsener Mensch relativ viel Platz. Hinten sitzt der Johnny, mein Neffe. Er hat auch schon gesagt, wie sieht es platzmäßig jetzt hinter mir aus? Geht das so? Würdest du sagen, so könnte ich mir vorstellen, jetzt 400 Kilometer, 500 Kilometer zu fahren? Überhaupt mit Pause kein natürlich? Überhaupt okay. Kein Problem. Also ich bin auch gute 1,86, 87. Ein bisschen größer als ich. Ja, ja. Und ich sitze hier ohne Probleme. Dieser Rückenlehne ist verstellbar. Dabei kein Problem. Ich habe genug Platz. Okay, super. Jetzt kurz zum Head-Up-Display. Ich werde euch das ein bisschen einblenden. Das kann man nur sehr schlecht wegen dem Autofokus einfangen. Aber wir haben sehr gut sichtbar ein Head-Up-Display. Wir haben dort immer die km/h in ausreichender Größe angezeigt. Ich jedoch würde mir gerne wünschen, dass BYD hier noch so ein paar Informationen, wie zum Beispiel die erkannte Geschwindigkeit, weil der BYD erkennt die Geschwindigkeit, aber er zeigt sie mir jetzt hier nirgendwo an. Was aber sehr witzig ist, und das werde ich euch gleich mal zeigen, ich hoffe, dass wir das jetzt gleich auch hören, denn sobald wir die aktuelle Höchstgeschwindigkeit, die hier erlaubt ist, übertreffen, dann kriegen wir gleich den Hinweis, dass wir zu schnell fahren. Und ich hoffe, dass wir das jetzt gleich einfangen können. Ansonsten hier oben aufgeschäumt. Ja, das Witzige ist, eben wie bei Diato, das Video, wer das von mir kennt, da konnte man das hier elektrisch machen. Hier muss man das leider manuell drehen. Was ich jetzt, ich muss ehrlich sagen, für 70.000 Euro, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das jetzt nicht so. Ja, nee, das tut mir leid, also das kann ich so nicht durchgehen lassen bei 70.000 Euro. Ansonsten gehen wir mal weiter. Wir haben hier Plastik. Wir haben hier oben aufgeschäumt. Wir haben, ja, hier ist auch aufgeschäumt. Hier haben wir wieder Plastik mit Klavierlack. Genauso wie hier der Klavierlack. Ich kann mir gut vorstellen, Leute wie ich, die mit einem Ring fahren oder so, dass das hier, das sieht irgendwann nicht mehr so schön aus. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten, was ich sehr, sehr gut finde, die Tasten am Lenkrad sind definitive Tasten. Also das heißt, ich schalte die, ich kann hier alles machen, drücken, hoch, runter. Das ist wunderbar. Das ist nichts irgendwie, ihr kennt es aus den IDs, wo wir das Problem haben, dass das leider, ja, wie soll ich sagen, Touch ist. Jetzt gehen wir mal ganz kurz auf das Vorderdisplay ein. Ihr seht hier oben haben wir Standard, das ist das, was ich einstellen kann. Sport, wir haben, dass wir in D sind, im Drive. Wir haben hier die aktuelle Kilowattstunde oder Kilowatt, die gerade entnommen werden aus dem Akku. Hier haben wir die km/h-Anzeige und dann haben wir so ein paar andere Anzeigen. Ich bin der Meinung, dass man das hier anpassen kann, dass das Display individuell eingestellbar ist. Aber ich muss es so sagen, wie es ist. Ich habe den Wagen für heute und kann quasi mit euch ein bisschen das Auto aufnehmen. Wir haben es im Livestream gezeigt. Wir haben einen Soundtest gemacht von der Anlage. Das ist alles okay. Ob das aber immer 70.000 Euro wert ist, das muss jeder von euch natürlich individuell selber entscheiden. Ihr wisst, wie es ist. Jeder hat andere Ansprüche. Und ja, wer auf jeden Fall nur ein Auto will, was definitiv elektrisch ist, der sollte mit dem Wagen auf jeden Fall einen guten, wirklich guten Treffer machen. Jetzt kommen wir mal zu einer anderen Sache, die mich wirklich extrem beeindruckt hat und die äußerst positiv jetzt hier hervorgehoben werden muss. Denn wir haben den Wagen eben im Ladepark Hilden an einer Fastnet-Ladesäule, Supercharger, also quasi, wer Supercharger kennt, das ist quasi, Fastnet hat auch 300 kW-Säulen. Und wir haben dort den Wagen mit ca. 34% angeschlossen, nach ca. einer halben Minute, das hat so knapp 30 Sekunden gedauert, hat er sein maximales Lade, Ladegeschwindigkeit von 125 Kilowatt gehalten, bis ich ihn bei 63% abgesteckt habe. Also da muss ich ganz klar sagen, hier kommt jetzt gleich noch ein Negativpunkt, weil wir es jetzt gerade auf der Kamera haben. Wenn wir eine kleine Unterführung fahren, wird das Display abgedunkelt und jetzt zack, schaltet es sofort wieder hell. Weiß ich nicht, ob das so schnell sein muss. Vielleicht liegt es daran, weil BYD Autohaus Sänger, von dem wir den Wagen zur Verfügung gestellt bekommen haben, die haben mir noch gesagt, das hier ist eine Beta-Version. Hier könnten auch noch ein paar Sachen sein, die auf chinesische Zeichen zurückdeuten, wie zum Beispiel unten bei der gefahrenen Kilometer.
Hier haben wir jetzt 2993 und davor seht ihr, sind noch einige chinesische Zeichen zu sehen. Genauso wie hier oben ist auch noch was Chinesisches. Also das hat man mir aber von vornherein gesagt, dass das hier noch nicht alles hundertprozentig ist. Aber das ist okay. Damit bin ich auf jeden Fall fein. Aber die Ladeleistung, und da muss ich ganz klar sagen, das spricht für diesen Wagen. 125, also 120 werden übrigens vom Hersteller versprochen. 120 als Ladeleistung beim Laden. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie gehört, dass man das nur bis 50% oder 60% hat. Nein, wir haben bis 63%, bis ich ihn abgesteckt habe, haben wir 125 kW gehabt. Ja, was bleibt mir abschließend zu sagen? Kommen wir mal zum Fazit. Der Wagen, wo ich noch drauf eingehen muss, der hat leider keinen Frunk, also Trunk. Ihr wisst schon, was ich meine. Vorne Motorhaube, wenn du da vorne aufmachst, ich werde euch ein Bild einblenden. Leider ist da nichts. Da ist gar nichts. Das ist leider schlecht, deswegen lassen wir das. Kommen wir ganz kurz hier oben zu den Einstellungen. Wir haben hier gerade eine Kamera entdeckt. Wofür die ist, weiß ich jetzt auch nicht, keine Ahnung. Dann haben wir jetzt hier die Steuerung. Einmal, wenn ich hier gedrückt halte, geht nur die Sonnenblende über meinem Kopf auf. Ja, ansonsten haben wir dann noch hier gedrückt halten, kann man natürlich das Dach in den Hub bringen, zumachen. Oder wenn ich jetzt, ja, wie mache ich das denn? Wahrscheinlich gedrückt halten, nach ganz hinten. Ja, dann geht es natürlich nach ganz hinten auf. Genau. So, das machen wir jetzt aber schnell wieder zu, weil sonst regnet es hier rein. Es regnet nämlich gerade ein bisschen. So, aber das ist schon okay. Also, wenn man weiß, wo die Steuerung ist, findet man die auch blind. Ist gar kein Problem. Also, so viel zum Dach. Für eine vierköpfige Familie Platz. Ich weiß nicht, ob man als fünfköpfige Familie da hinten sitzen würde. Da kriege ich schon Nein gesagt von hinten. Also fünfköpfige Familie ist halt eher eine Limousine, die halt ja darauf abzielt, dass man hier ja auf eine längere Reise geht, vielleicht als Geschäftsmann oder sowas. Weiß ich nicht. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich Platzangebot, achso, wir haben noch gar nicht geguckt hier wegen der Mittelkonsole. Wir haben hier eine induktive Ladeschale, das funktioniert definitiv sehr gut. Wir haben vorne zwei Cupholder, direkt unter diese Blende, die man hier... Jetzt kann ich euch das nur eben zeigen. Das hier ist die Ausstattung, die sich mit der Farbe außen ändert. Ja, also du hast quasi außen und innen zwei Möglichkeiten, die Sachen zu ändern. So, und auf jeden Fall hier haben wir zwei Cupholder. Dann haben wir da einen USB-A und USB-C Anschluss. Hier haben wir auch nochmal eine Handyablage. Das ist übrigens der Hinweis, dass ich auf den Mittelstreifen gekommen bin. Dann hast du hier noch eine Handyablage, die ja leiderdings nicht induktiv ist. Das ist leider schade. Hier haben wir eine induktive Ladeschale. Hier drunter haben wir zwei zum Öffnen, zwei Klappen. Da finden wir dann nochmal Anschlüsse in USB-A-Form vor. Ja, ansonsten ist da nur ein bisschen was zum Ablegen. Ich glaube, Moment, ich sehe da gerade was. Ist das hier noch irgendwie, ne, kann man nicht rausziehen. Ich dachte, da wäre noch irgendwie so ein Cupholder oder sowas. Ja, das war es dann eigentlich schon hier unten. Ansonsten, ja, 2,6 Tonnen wiegt der Wagen. Und ja, das Display kann man leider nur manuell drehen. Das finde ich ein bisschen schade, da muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich irgendwie, auch so macht das für mich, ah, ich hoffe, dass man das, gut, man macht es nicht immer, es ist mir klar, aber das war im Atto schöner. Da hatte man hier so ein Knöpfchen am Lenkrad und da hast du das Ding automatisch drehen können. Ne? Ja, da würde ich schon fast sagen, wir haben noch hier so ein paar Knöpfe an der Seite, die halt für Einstellungen sind, dass man sich hier Sachen abspeichern kann. Es gibt hier 1 und 2. Ich gehe davon aus, dass diese Einstellungen für, ich sage jetzt mal, Fahrer sind, wenn man zwei verschiedene Fahrer sind. Ja, ansonsten finde ich eigentlich den Wagen gelungen. Also ich will natürlich immer ein bisschen was mit Tesla vergleichen, aber das kann man nicht. Da muss man ehrlich sein, wir haben auch hier Einstellungsmöglichkeiten. Was auch sehr gut ist, das funktioniert alles. Wir haben uns navigieren lassen, das funktioniert auch. Da muss ich sagen, noch ganz kurz, Navigation kam nur aus der Seite hier von meiner Seite, die Stimme. Das war auch noch eine relativ gute Sache. Ja, ansonsten würde ich sagen, es ist auf jeden Fall vom chinesischen Markt auf den deutschen Markt hier rüber auf jeden Fall ein Fahrzeug, was hier auf jeden Fall Fuß fassen kann. Ich sage nicht, dass es für jeden was ist, aber ich sage auf jeden Fall, dass der hier Fuß fassen kann. Ja. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Sollte dir das Video gefallen haben, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Schau gerne mal in die Videobeschreibung. Und dort habe ich für dich auch das Autohaus Sänger
nochmal komplett verlinkt mit allen Daten, Informationen, die du bräuchtest und vielleicht auch selber mal ein BYD. Es gibt ja auch noch verschiedene andere, den Atto, den Han, gibt es noch den, bevor ich jetzt was Falsches sage. Schaut mal lieber nach, ich verlinke euch alles unten, könnt ihr mal gucken. Ja, und jetzt bin ich erstmal raus. Wie gesagt, gern Daumen nach oben, aber nicht vergessen, wenn euch solche Videos interessieren. Und ja, dann bleibt mir nur eins zu sagen, ich bin raus, euer Ronny und sag wie immer, cheers.